Deutschland gehört zu den Ländern, die ein großes Hilfsbedürfnis haben. Das hat auch ein bisschen mit unserer Geschichte zu tun. Wir haben ja in dieser Gegend hier auch viel Schaden angerichtet. So empfinde ich das jedenfalls. Das ist ein Teil meiner Motivation auch. Das macht uns auch Spaß und Freude. Und die Dankbarkeit, die zurückkommt, die hilft uns, dass wir noch mehr Hilfseinsätze machen. Meine Frau ist Ukrainerin. Ich versuche jetzt, wenn ich in der Ukraine bin, durch meine Kontakte nach Deutschland zu helfen. Diese Menschen sind dank ihres inneren Bedürfnisses zu helfen zu einem effizienten Team geworden. Jeder von ihnen hat seinen eigenen Verantwortungsbereich. Verhandlungen mit Partnern, Entgegennahme von Hilfsgütern, Koordinierung der gemeinsamen Arbeit des Teams, Logistik und Medienarbeit. Die Organisation Wings of Help heißt auch Luftfahrt ohne Grenzen. Wir sind am Frankfurter Flughafen zu Hause, haben dort größere Mengen von Büros. Wir werden in wenigen Tagen 20 Jahre alt, immer weiter gewachsen und sind so ein bisschen auch die große Verbindungsstraße zwischen deutscher Industrie und Hilfe. Großfirmen haben dafür keine eigenen Abteilungen, Hilfe zu leisten, sondern die nutzen natürlich gerne Leute, denen sie vertrauen können. Also Katastrophen ist mehr das, was wir verfolgen. Aber hier ist es ja auch eine menschliche Katastrophe. Nicht so sehr das Kriegsgeschehen, sondern die Menschen, die jetzt davon betroffen sind. Unsere Zielrichtung sind Mütter und Kinder. Vor allen Dingen in den Gebieten, wo die hingeflohen sind. Wir wollen nicht so sehr in dieses Kriegsgeschichten, ehrlich gesagt, mit denen eingezogen werden, sondern wir wollen uns um die kümmern, die darunter leiden. Wings of Help hat zuverlässige Partner in vielen Ländern der Welt. Seit langem gibt es auch eine gute Zusammenarbeit mit Gleichgesinnten in Rumänien. Wir haben mit unseren Freunden aus Rumänien, vom Rotary Club, konnten wir diesmal 10 LKWs bringen. Das sind ja fast 300 Tonnen. Und wir haben Babynahrung dabei, wir haben Toilettenpapier, Damenbinden, dann noch Nahrungsmittel, Nudeln. Das alles, sind alles Sachen, die auch nicht verderben. Die meisten Hilfsgüter gehen nach Ivano-Frankivsk und in den Osten der Ukraine. Und dort erhalten das meistens irgendwelche Auffangstellen, die dann, wo die Flüchtlinge sind. Und wir haben teilweise Städte, wo über 20.000 Binnenflüchtlinge sind. Und von dort wird es dann auch verteilt. Da freuen wir uns, dass wir da helfen können. Eines der Ziele dieser 8. Hilfsaktion ist auch Uschgorod, das westlichste regionale Zentrum der Ukraine, in das viele Kriegsvertriebene aus der Ost- und Südukraine geflüchtet sind. Der Empfänger der Hilfsgüter ist das Freiwilligenzentrum Eulennest. Immer noch sind in Uschgorod etwa bis zu 30.000 Binnenvertriebene, die auch viele von ihnen benötigen Hilfe. Und heute ist zum Beispiel Milchbrei gekommen und seit mehr als 2 Monate haben wir keinen Milchbrei. Also wir können die Kleinkinder, die sowas essen, damit nicht unterstützen. Deswegen sind wir sehr froh, dass zum Beispiel so etwas heute in der Ladung auch ist. Das Hilfszentrum Eulennest erhält nicht mehr so viele Hilfsgüter von Organisationen und Einzelpersonen wie zu Beginn des russischen Großangriffs auf die Ukraine. Aber der Bedarf ist immer da. Die Menschen sind bereit, uns zu helfen und sie spenden vieles, aber das sind meistens Kleidung oder Bettwäsche oder Geschirr. Das ist alles gebraucht im guten Zustand. Sowas benötigen wir auch, aber wir benötigen auch zum Beispiel Windeln und Kindernahrung oder auch haltbare Nahrung für die Erwachsenen. Und es ist wichtig, dass wir alle Sachen bekommen. Damit ausländische Philanthropen die Ukraine weiterhin mit humanitärer Hilfe unterstützen können, muss die Situation an der Grenze geändert werden. Also wir bringen ja mittlerweile seit über einem Jahr die Hilfsgüter hierher. Wir aus Deutschland haben mittlerweile 77 LKWs und unsere rumänischen Freunde 100 LKWs.
Wir gehen immer über den gleichen Grenzübergang und mittlerweile sind wir schon ein wenig verärgert, weil zum Beispiel diesmal sind unsere LKWs über Nacht nicht abgefertigt worden und wir haben über 12 Stunden an der Grenze gestanden. Unsere Transporter, die werden dann regelmäßig kontrolliert, was auch wichtig und richtig ist, damit hier nicht irgendwelche Waren in die Ukraine kommen, aber teilweise werden die LKWs aufgemacht und dann kommt 2 Stunden keiner und sie werden nicht abgefertigt. Und das ist auch für unsere LKW-Fahrer anstrengend und für uns auch. Und diesmal war es extrem und es wird eigentlich immer schlimmer anstatt besser. Normalerweise denkt man, man kennt die Leute und wir sehen das schon ein bisschen als Schikane an. Mittlerweile wissen die Leute, dass wir ja Hilfsgüter bringen. Wir wollen den Leuten im Land helfen und wir machen das alle ehrenamtlich. Und wenn wir dann tagelang an der Grenze stehen müssen, wir haben auch einen normalen Job, dann verlieren die Leute Lust. Und das wäre natürlich ganz schlimm, wenn die Leute Lust verlieren, weiter zu helfen, weil wir an der Grenze, an der ukrainischen Grenze, von den Grenzern geblockt werden. Und das können wir nicht ganz verstehen. Dazu zählt bei uns, dass wir das deutsche Siegel des Spendenrates haben. Das sind nicht viele Organisationen. Wir werden einmal im Jahr von 2 Wirtschaftsprüfern geprüft, ob wir auch wirklich alles sauber machen und haben bisher nie Probleme gehabt. Weil wir versuchen schon dem Hilfsgedanken möglichst 100%ig nachzukommen. Wir waren in Haiti, wir waren in Pakistan, wir waren bei den großen Überflutungen, selbst in unserem eigenen Land, im Ahrtal, tätig. Als Beispiel im Moment natürlich in der Türkei das riesige Erdbeben, das die größte Katastrophe der Türken seit 100 Jahren ist. Wir leben ja auch davon, dass uns Leute unterstützen, große Firmen vor allen Dingen, die dann festgestellt haben, dass das für sie wichtig ist. Wir haben da richtig einen Unterschied erlebt, zum Beispiel zu anderen Ländern, ich will jetzt keinen Namen sagen, wo sie gesagt haben, da möchten wir nicht helfen, aber in der Ukraine möchten wir helfen. Das ist Zeichen einer großen Sympathie, die gekommen ist und die es auch gilt zu erhalten. Deutschland hat rund 900.000 Geflüchteten vom Krieg Ukraine seit Februar 2022 aufgenommen und unterstützt die Ukraine weiterhin in jeder erdenklichen Weise. Nachdem der Krieg losging, kamen ja viele Flüchtlinge zu uns, habe ich sehr viel mitgeholfen, auch meine Frau mit Übersetzen. Und ich, wo ich helfen konnte, habe ich geholfen. Wir haben in unserer Stadt ein Auffanglager von 500 Leuten gehabt, die alle versorgt werden mussten. Habe mich da sehr arrangiert. Herr Fischer ist von der Zukunft der Ukraine so überzeugt, dass er und seine ukrainische Frau trotz des Krieges eine untypische Entscheidung getroffen haben, die ihr Leben völlig verändert. Wir haben ein Haus hier. Ich werde auch in 3 Monaten in die Ukraine ziehen. Meinen Hauptstammsitz hier aufschlagen, in Kamenitz-Podilski. Ich habe weniger Angst, weil die Wahrscheinlichkeit, dass ich einen Verkehrsunfall baue, denke ich, ist höher, als dass ich eine Bombe auf den Kopf bekomme. Bei uns in unserer Stadt ist zum Glück ist es sehr ruhig. In Kamenitz gibt es auch sehr viele Organisationen, kleine Organisationen. Versuche ich dort zu helfen, das zu koordinieren, dass auch aus Deutschland Ware bei uns ankommt. Die Ukraine, ihre Binnenvertriebenen und die Menschen, die mit schweren Krankheiten zu kämpfen haben, brauchen jetzt mehr denn je die Unterstützung echter Freunde. Daher sind wir den deutschen und rumänischen Wohltätern aufrichtig dankbar für ihre Unterstützung und heißen sie immer in Uschgorod herzlich willkommen. Eine Stadt, in der die Menschen an den baldigen Sieg und den Frieden in unserem gemeinsamen europäischen Haus glauben.